So, jetzt noch mal ganz offiziell im Namen von dem gut aussehenden Kollegen, da in meinem Fall links von mir, das klappt immer meistens nicht für die Aufzeichnung, heute am 23. April 2024. Das wird gut, das kann ich jetzt schon sagen. Servus, liebe Sabine. Und wie du siehst, Ronny, schon wieder mehr Menschen da als angemeldet. Ich habe keine Ahnung, irgendwas machen wir, glaube ich, ziemlich richtig. Und bevor ich jetzt auch mich direkt übergebe an dich, später noch ein paar Sätze mehr zu mir sage, noch ein kurzer üblicher Legal Disclaimer, das, was wir vorstellen, ist mit Leidenschaft und Liebe in das Projekt versehen. Es ist keine Finanzberatung oder eine Aufforderung zu irgendeinem Investment, sondern lediglich Information, Ausbildung und ja, so mag es bitte auch gesehen werden. Und wer sich hinterher entscheidet, da muss ich dabei sein, der macht bitte seine eigene Due Diligence, wie der Angelsachse sagt. Also schaut mal hinter die Kulissen und wird dann feststellen, gute Idee. Und diese Idee verdanken wir allen voran diesen zwei Kollegen hier oben. Ronny und Mario sind auch beide auf Sendung. Und zum Linken, nämlich zum Ronny, darf ich mich jetzt übergeben. Wir kennen uns viele, viele Jahre jetzt inzwischen, sind gute Freunde geworden, sind demnächst in Tatooine. Hat nichts mit der Präsentation zu tun. Ich wollte es nur mal erwähnen, weil wir beide Star Wars Fans sind. Aber jetzt geht es um Bali, jetzt geht es um Spirit Hills und jetzt geht es zu dir, lieber Ronny. Ja, vielen Dank, Thomas. Vielen Dank für die sehr professionelle, wie immer, Einführung. Ich freue mich auch, dass heute alle so viel, so zahlreich heute beim Webinar dabei sind. Vor allen Dingen, dass sehr viele aus unserer existierenden Ducatus-Community sich entschieden haben, heute mal hier reinzuschauen. Wir haben ja in den letzten Wochen jetzt mal langsam angefangen, dieses tolle Projekt, was der Mario und ich seit vielen, vielen Jahren in Bali vorbereiten, euch etwas näher zu bringen. Und jetzt sind wir wirklich dann auch bereit, dies professionell zu tun. Und ich freue mich natürlich, wenn das bei euch auf so großes Interesse fällt. Ganz kurz zum Team. Ihr kennt mich, oder ich sag mal, wenn ich auf die Namen gucke, fast alle von euch kennen mich. Trotzdem kurze Vorstellung. Ich bin aus Deutschland, aus dem schönen Hochsauerland. 53 Jahre alt und seit 1995, also mittlerweile 29 Jahre auf Bali. Den Mario kenne ich seit 2005. Mario kommt aus Österreich, hat ein sehr erfolgreiches Unternehmen dort aufgebaut und ist dann 2005 zum ersten Mal nach Bali gekommen. Und seitdem gibt es diese Vision des Garden of Life, dieses Garten des Lebens, das wir euch heute vorstellen, in einer kurzen Fassung und dann aber viel mehr aufgehen auf das Projekt, was zum Garden of Life gehört und parallel nebenan gebaut wird, das Spirit Hills Bali. Das können wir natürlich nicht alleine, da gehören mehrere Leute dazu. Die drei wichtigsten habe ich auch mal auf diesem Slide jetzt mal mit aufgeführt. Das ist einmal die Francis, die kennen auch schon viele von euch. Die Francis leitet den Garden of Life International, sitzt in Singapur, kommt ursprünglich aus den Philippinen, aber arbeitet schon seit vielen Jahren auch für uns, auch für Ducatus. Von daher ein sehr vertrauenswürdiger und verlässlicher Mensch. Die Angel arbeitet mittlerweile auch schon seit über 13 Jahren für mich in Bali. Die Angel kommt aus der Insel oder von der Insel Sulawesi in Indonesien, ist also eine Indonesierin und assistiert jetzt der Francis mit allen Dingen, die in Bali jetzt für unser Projekt und für den Aufbau und die Koordination auch mit unseren Charities in Bali, die wir ja schon seit vielen, vielen Jahren unterstützen, nötig ist. Der Eddie, der auf der rechten Seite mit den wenigen Haaren im Bild zu sehen ist, ist wahrscheinlich der längste Freund, den ich auf Bali habe. Den kenne ich grundsätzlich vom zweiten Tag, als ich in Bali angekommen bin, 1995, so einer der ersten Menschen, die ich in Bali getroffen und mit dem ich gesprochen habe. Seitdem sind wir Freunde, seitdem arbeitet er auch schon viele, viele Jahre für mich. Er ist in der Firma, die wir in Bali gegründet haben, ein Direktor und koordiniert grundsätzlich alles vor Ort mit den Bauern, hat uns geholfen, das Land zu finden und das Land, die ganzen legalen Prozesse mit dem Land des Kaufs zu regeln und ist auch jetzt, wenn ich nicht in Bali bin, denn ich bin ja viel unterwegs, vor allen Dingen die letzten 4-5 Jahre, dann dort und hält dort die Fahne hoch für uns und für unser Projekt. Und da ist natürlich jetzt gerade sehr viel Begeisterung auf dem Land in Bali, denn auch
die Bauern und auch die ganzen Leute, die jetzt schon seit vielen Jahren darauf warten, dass wir dort endlich loslegen, sind jetzt voller Begeisterung, weil wir haben seit gut 10 Tagen angefangen, auf dem Land die ersten Aktionen zu setzen. Sprich, wir haben angefangen, das gesamte Gelände zu säubern und für den Konstruktionsstart vorzubereiten. Und dafür gibt es dann natürlich gleich noch ein bisschen mehr Informationen. Das war aber jetzt nur das Kernteam, wo es um die initiale Idee ging, um das jetzt und vor allen Dingen auch um das Projekt Spirit Hills auf den Weg zu bringen, haben sich mehrere Leute dazu entschlossen, sich bei uns mit einzukaufen und dieses Projekt aktiv zu unterstützen. Und die seht ihr jetzt auf diesem Slide. Mittlerweile haben wir hauptsächlich Europäer, viele Deutsche, die im Ausland leben, unter anderem natürlich und als Führer dieser Gruppe, den Thomas, weil der Thomas hat es gesagt, wir kennen uns seit vielen Jahren. Als ich vor ungefähr 1,5 Jahren beim Thomas zu Hause war und ihm erzählt habe, dass wir jetzt Bali beginnen wollen und die Vision nochmal ihm ein bisschen näher gebracht habe, hat er gesagt, du, da möchte ich mitmachen, wie kann das denn sein? Und ich kenne auch viele Leute, die gerade jetzt in so einem Projekt, das sich hauptsächlich auf Gesundheit, auf Lifestyle, aber auch aufs Zurückgeben konzentriert, vielleicht mit einbringen möchten. Und da haben wir ein Konzept gebaut, wo wir es ermöglichen, Leuten, die Interesse an diesem Projekt haben und dabei sein zu möchten, auch wirklich teilhaben oder Teil des Ganzen werden zu können über eine Firma, die wir in Singapur gegründet haben. Und diese Firma heißt Spirit Hills Bali. Leute auf diesem oder in dieser Firma sind aus hauptsächlich Deutschland, viele deutschsprachige, viele sind heute hier dabei und schön, dass ihr euch die Zeit nehmt und euch und uns unterstützt. Wir planen ja auch eine Roadshow vielleicht in den nächsten Wochen in Europa und da zählen wir natürlich ganz stark auf eure Mithilfe. Was ist das Spirit Hills und was kann man erwarten, wenn man sich hier bei uns einkauft und mitmacht? Es gibt natürlich kostenlose Aufenthalte im Spirit Hills Bali Resort. Über die Bindung und die Anbindung an Ducatus gibt es viele Bereiche, die mit Blockchain zu tun haben. Da gibt es durch spezielle Token, die wir hier kreiert haben, ein hohes Potenzial auf Gewinne durch den Tokenbesitz. Es gibt tägliche Rewards durch Smart Contracts. Wir versuchen also so viel wie möglich zu automatisieren, sodass ihr und diejenigen, die diese Token halten, grundsätzlich regelmäßig, täglich, wöchentlich, monatlich von den Profiten und von den Erfolgen des Projektes in Bali profitiert. Es gibt aber auch für euch ganz speziell die Möglichkeit, über verschiedene Möglichkeiten im Marketingplan, den wir euch gleich vorstellen, und über bestimmte Produkte, die es dort zu erwerben gibt, große Discounts zwischen 2 bis zu 21% auf alles, was mit Spirit Hills zu tun hat, ob das jetzt Nächtigungen im Resort sind, ob das Produkte sind, ob das Therapien sind im Resort. Also da gibt es sehr, sehr viel. Und natürlich unterstützt ihr mit eurer Teilnahme die Charities, die wir in Bali schon seit vielen Jahren unterstützen und dort auch eine große Rolle für uns spielen. Denn es geht ja bei unserem Projekt nicht nur darum, jetzt noch ein anderes Hotel auf Bali zu bauen, sondern wir möchten ja auch wirklich viel zurückgeben und die Schönheit Balis, die Schönheit der Natur, die Kultur der Insel zu bewahren. Es hat lange gedauert, aber mittlerweile wird diese Vision nun eine Realität. Die Geschichte des Garden of Lives beginnt, habe ich eben schon gesagt, im Jahr 2005, als ich den Mario kennengelernt habe. Wir haben in diesen Jahren viel geplant. Jetzt beginnen wir, diese Vision zu erfüllen und das beginnt mit dem Spirit Hills Bali Projekt. Das ist ein Projekt, was direkt neben dem Garten des Lebens liegt. Ein Projekt, was wir in den letzten 6, 7 Monaten jetzt komplett geplant und aufgestellt haben. Die Eröffnung dieses Projektes ist bereits geplant für das erste Quartal 2025. Die Eröffnung des Garten des Lebens, was etwas länger dauert, denn die Bauzeit dort liegt bei ungefähr 30 Monaten, ist dann geplant für 2027.
kurz zum Hintergrund, weil ich habe jetzt in den letzten Gesprächen, die ich hatte, immer wieder gefunden, dass viele Leute überhaupt nicht gut informiert sind über Indonesien und vielleicht auch interessant jetzt für euch ein bisschen mal Fakten zu lernen. Indonesien, für die, die es jetzt nicht so gut kennen und vielleicht auch noch nicht da waren, ist ein Inselstaat im Südpazifik, in Südostasien. Insgesamt besteht Indonesien aus fast 18.000 Inseln, hat eine gesamte Küstenlinie von 55.000 Kilometern. Es leben dort 280 Millionen Menschen und Indonesien ist damit das viertbevölkerungsreichste Land der Erde nach Indien, China und den USA. Das Besondere an Indonesien ist, dass 50% der Menschen dort unter 30 Jahren alt sind. Das heißt, es ist eine sehr junge Bevölkerung, die arbeiten möchte, die sehr ehrgeizig ist, die sich auch sehr im Tech-Bereich engagiert. Indonesien ist ein sehr reiches Land mit sehr vielen Bodenschätzen ist aber auch von der Ethnik her das größte Moslemland der Welt, denn von den 280 Millionen Menschen sind ungefähr 88% Moslems. In Indonesien werden ungefähr 700 Sprachen gesprochen. Die Hauptsprache ist Indonesisch. Und wenn man sich das Land jetzt anschaut, um euch da ein bisschen mal eine Vorstellung zu geben, wenn ihr von ganz im Osten nach Westen mal fliegen wolltet, dann wärt ihr ungefähr 6 Stunden unterwegs, denn die Gesamtstrecke von Ost nach West von Indonesien erstreckt sich ungefähr über 5.100 Kilometer. Es ist also ein Riesenland, wenn ihr euch jetzt vorstellt, wenn ihr euch in Frankfurt in den Flieger setzt und 6 Stunden fliegt, wo seid ihr dann? In Indonesien wärt ihr da gerade mal über die Landesgrenze geflogen. Also das ist schon ein Wahnsinnsland. Mittlerweile die 16. größte Wirtschaftsmacht der Welt und sehr aufstrebend, dadurch, dass es einen guten Wirtschaftswachstum hat. Und bei 2050, also noch ein bisschen Zeit, aber so schnell, das kann auch viel schneller gehen, weil im Moment logischerweise weltweit sich sehr viele Dinge auch ändern. Aber geschätzt bei 2050 wird Indonesien das viertgrößte Wirtschaftsland der Welt sein. Also wir sind in einem Land tätig, wo gerade sehr, sehr viel passiert. Da, wo das Herz auf der Karte ist, dort ist Bali. Bali hat 4,5 Millionen Menschen und das ist im Vergleich zum Rest des Landes, das sind keine Moslems, sondern das sind Hindus. Also 4,5 Millionen Menschen, von denen 95% dem Hinduismus angehören. Ost nach West erstreckt sich Bali über circa 150 Kilometer, von Nord nach Süd um über ungefähr 110 Kilometer. Damit hat Bali eine Gesamtfläche von 5.500 Quadratkilometern, ist somit ungefähr 10-mal so groß wie Ibiza. Ibiza kennen ja viele von euch sicherlich, haben auch viele von euch schon mal besucht. Und jetzt stellt euch einfach vor, Bali ist 10-mal so groß mit 4,5 Millionen Menschen. Also da ist dann schon richtig was los. Der Gesamttourismus tut sich derzeit hauptsächlich im Süden der Insel abspielen. Ihr seht, die Form der Insel unten im Süden, südlich von Denpasar, ist eigentlich der gesamte Tourismus zu Hause. Und derzeit hat Bali circa 20 Millionen Touristen pro Jahr, die auf die Insel kommen. Es sind bereits mehr als vor der Pandemie nach Bali gekommen sind. Es genießt gerade eine Wahnsinnspopularität. Und da geht es gerade richtig los. Und wenn man bedenkt, dass 95% der gesamten Wirtschaft in Bali vom Tourismus abhängt, dann kann man sich vorstellen, dass da gerade richtig viel los ist. Bali ist eine Vulkaninsel. Wir haben mehrere Vulkane auf der Insel oder mehrere Berge. Die Vulkane sind alle nicht mehr aktiv, bis auf einen. Dieser höchste Vulkan, der höchste Berg in Bali, geht bis auf 3000 Meter hoch. Da wird es dann auch abends mal ein bisschen kühl, aber ansonsten ist Bali halt eine sehr tropische Insel mit eigentlich nur einer Jahreszeit und einer Temperatur, die täglich zwischen ungefähr 30 und 32 Grad liegt. Wenn man natürlich dann auf die Berge geht, wird es abends ein bisschen kühler und das ist das Schöne bei unserem
Spirit Hills und Garden of Life Projekt. Da, wo das Herz ist, in der Mitte der Insel, dort befindet sich unsere Location. Und ich habe es gerade gesagt, es ist die Mitte der Insel, auch ganz offiziell, weil vor kurzem wurde eine Vermessung der Landmasse Balis gemacht und der geografische Mittelpunkt festgelegt. Und das ist genau 20 Meter neben unserem Spirit Hills Projekt. Das heißt, wir sind im Herzen der Insel. Wir sind auf 700 Meter Höhe. Von daher ist das Klima bei uns absolut perfekt. Abends braucht man keine Air Condition. Man kann dort sehr angenehm auch mit offenen Fenstern schlafen. Es gibt keine Moskitos. Also wir hätten es uns vor fast 20 Jahren mittlerweile eigentlich nicht besser aussuchen können. Derzeit ist auf unserem Land noch sehr viel von der Natur zu sehen. Gerade das Zentrum der Insel ist gezeichnet von Reisfeldern. Das soll auch so bleiben. Auch unser Landscaping, wenn wir jetzt mit dem Bau beginnen und dann das Landscaping, den Landschaftsbau uns vornehmen, was in der zweiten Phase, sprich ungefähr circa zum September, Oktober diesen Jahres passiert, werden wir die Reisfelder belassen, werden sie nur ein bisschen neu formen. Die Reisfelder werden eigentlich das Hauptfeature in unserem Landschaftsdesign sein, weil wir möchten logischerweise im Einklang mit der Natur so schonend wie möglich bauen und auch die natürliche Schönheit der Insel und unseres Landes dort beibehalten. Ihr habt sicherlich schon viele Bilder von Bali mal gesehen. Das sind jetzt Bilder, die wirklich unser Land zeigen. Genau da seht ihr später eine kleine Vision, eine kleine Darstellung, wie das Resort dann aussehen wird. Im Moment sind die Reisfelder so, wie ihr sie seht. Wir haben sie die ganzen letzten Jahre unberührt belassen und es wurde sogar noch Reis dort angebaut von den Bauern, von denen wir das Land gekauft haben. Wir haben insgesamt von über 80 Bauern das Land gekauft über einen Zeitraum von mehreren Jahren. Wir kaufen auch derzeit noch weiter Land dazu, weil es ist natürlich auch eine sehr lukrative Investition für uns. Und in Bali ist es so, wie logischerweise auch in vielen anderen Gegenden der Welt, wenn sich ein Land oder wenn sich eine Region entwickelt, dann werden automatisch die Grundstückspreise sich erhöhen. Und das ist bei uns nicht anders. Sobald wir jetzt anfangen zu bauen, gehen wir davon aus, dass sich die Preise fürs Land mindestens ums 3- bis 5-fache in sehr kurzer Zeit erhöhen werden. Und dann macht es natürlich Sinn, jetzt sich noch so viel Land wie möglich zu sichern. Das werden die Komponenten des Spirit Hills Retreats werden. Wir haben Residenzvillen. Es werden im Endeffekt zwischen 3 bis 5 sein. 2 haben wir jetzt angefangen bereits vorzubereiten und das Land dort entsprechend zu bearbeiten, sodass wir jetzt in den nächsten Wochen mit den Fundamenten beginnen können. Es werden aber auch Glamping-Zelte dort sein. Da werdet ihr gleich noch ein paar Bilder sehen. Das sind jetzt keine Zelte, wie man in Europa vielleicht auf dem Campingplatz sieht, sondern das sind luxuriöse Zelte, die ganz stabil gebaut sind und für viele, viele Jahre dort stehen werden. Es ist eigentlich schöner wie jedes Hotelzimmer. Man hat den gesamten Luxus von 5 Sterne, aber wohnt dann trotzdem in der Natur. Und es macht es natürlich für uns dann auch viel einfacher, auf diesem Land zu bauen und trotzdem die Schönheit des Landes zu bewahren. Wir haben eine Rezeption, wir haben ein Restaurant, ein Café oben an der Straße und wir haben ein Restaurant unten am Fluss, denn wir haben im Osten des Landes, unten am tiefsten Punkt, einen Fluss und haben uns dort auch einen Spa designt, der dann einladen wird, die Leute dort Massagen zu halten und mit einem Swimmingpool etwas Freizeit zu genießen und sich an der Schönheit des Landes zu erfreuen. Es gibt aber auch dann zusätzlich noch ein etwas abenteuerlicheres Element in diesem Projekt. Das ist die Zipline, die wird oben zwischen den Residenzvillen bis runter zum Flussspa dann führen. Und wir haben uns da überlegt, dass es dort 2 Ausstiegsmöglichkeiten geben soll. Wir sind gerade in Verhandlungen mit Betreibern. Der eine ist der trockene Ausstieg, das heißt, man landet auf dem trockenen, der andere ist der nasse Ausstieg, sodass man in einen Pool fällt und dort unten dann im Spa
sich dann wieder abtrocknen kann und dann vielleicht im Restaurant einen schönen Kaffee trinkt. Aber es gibt auch Tierbegegnungen, weil wir haben ganz in der Nähe vom Spirit Hills Resort noch weitere 5000 Quadratmeter Land gekauft und dort werden wir unseren Gästen die Möglichkeit geben, mit Pferden, mit einheimischen Tieren wie dem Luwak, den ihr da auf dem Arm der Tochter vom Thomas, der Lucy, seht. Das ist das Tier, das die Kaffeebohnen in der Wildnis frisst, dann wieder ausscheidet und die werden dann von Farmern in Indonesien gesammelt und dann zum teuersten Kaffee der Welt mit einem Preis von $1,000 pro Kilo verkauft. Hier seht ihr mal einen Eindruck von den Villen, die wir gerade beginnen zu bauen. Die werden sehr schön. Es ist eine Kombination aus Stein, Naturstein und Bambus. Wir bauen also sehr im Einklang mit der Natur und auch im Stil logischerweise von Bali. Bali ist sehr bekannt mittlerweile für einen wunderschönen Baustil mit dem offenen Living auch, dass man viel draußen Zeit verbringt und das bietet sich natürlich gerade bei dem Klima und der Natur dort an und da, wo wir sind, ist eigentlich der absolut perfekte Platz, denn wir haben sehr viel unbebautes Land um uns herum. Das ist sehr ruhig, sehr schön, aber es ist auch innerhalb von 15 Minuten die nächste Stadt zu erreichen und innerhalb von 40 Minuten ist man bereits in Tabanan am Strand. Das ist jetzt nochmal ganz kurz der Plan für das Resort. Ihr seht auf der linken Seite, was es insgesamt im Resort geben wird. Wir werden insgesamt 21 Glamping-Villen haben. In der ersten Phase werden es 15 werden. Wir sind gerade dabei, das zusätzliche Land zu kaufen. Dann wird es auf dem zusätzlichen Land noch weitere Glamping-Zelte, aber auch Villen geben. Die Begegnung mit den Tieren, wir planen das natürlich dann auch im Gesamtkonzept mit einzubauen und nicht nur als Streichelzoo, sondern dass man auch dann mit den Pferden zum Beispiel Therapien anbieten kann. Pferde haben eine sehr beruhigende Wirkung auf Menschen und es hat sich jetzt in den Therapien gezeigt, dass das sehr gut funktionieren kann, vor allen Dingen auch mit Menschen, die an Autismus und anderen Krankheiten leiden. Da funktionieren gerade solche Tierbegegnungen sehr, sehr gut. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, denn Spirit Hills wird voll tokenisiert und dazu würde ich eigentlich ganz gerne mal den Tom übergeben. Ja, sehr gerne. Hey, ich bin immer total begeistert. Also das ist fast jetzt wie nach Tatooine zu reisen. Wenn du sprichst, wenn du darüber erzählst, ich war jetzt schon einige Male dort, das ist einfach ein Traum. Und die allermeisten jetzt hier auf Sendung, auch wenn nicht von mir eingeladen, ich kenne viele der Namen, die ich hier sehe, kommen ja aus dem Vertrieb. Ich selber verheiratet, 3 Kinder, leben jetzt seit 15 Jahren in Dubai, komme gebürtig aus der Bronx, aus dem Ruhrgebiet und mache seit 34 Jahren Vertrieb und das relativ dynamisch, will es mal so ausdrücken. Und in den letzten 8 Jahren alles, was mit Blockchain und Co. zu tun hat, irgendwie passt da auf einen auf da oben offensichtlich. Wir sind also noch nicht so richtig wirklich gescannt worden. Und trotzdem, wenn man sieht, gerade wenn das Wort Tokenisierung fällt, gibt es so viele Projekte, die dann irgendwann mal, inshallah, das, was wir hier euch vorstellen, das ist fertig, das ist komplett realisiert. Da ist es jetzt nur noch die Bauphase und Ende des Jahres, ihr werdet gleich, oder ihr seht es hier, machen die Residenzvillen und das Restaurant schon auf Ende diesen Jahres. Das ist wenige Wochen. Und im Quartal darauf, also zu Beginn des nächsten Jahres, geht der ganze Spaß los. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Punkt. Wenn wir jetzt gleich über das Fibonacci-basierte Empfehlungsmodell sprechen, dann hat es möglicherweise nicht den Anspruch, hier eine Art Standalone-Netzwerk zu sein. Wir werden hier Leute sicherlich haben, und das sehen wir auch jetzt schon, die 4- und 5-stellig verdienen, teilweise auch pro Woche. Es ist eine wunderbare Ergänzung. Und ich glaube, ich möchte nicht wiederholen, was Ronny alles gerade gesagt hat, denn es ist auch für mich und für meine Frau hier tatsächlich auch ein bisschen was zurückzugeben. Deshalb ist diese Gruppe hier entstanden, die sich noch um 2, 3 Menschen ergänzen kann und wird, die sich hier tatsächlich vollumfänglich verantwortlich zeichnen werden. Und das wollen wir teilen mit möglichst vielen, und zwar, um es auf den Punkt zu bringen, mit 343 Schirmherren oder wie der Amerikaner sagt, Patronage-Mitgliedern. Und jetzt kommen wir auch direkt ins Produkt und wir werden sicherlich 70% reine Nutzer haben, aber trotzdem gibt es einhergehend damit die Möglichkeit zu sagen, ich bin davon so begeistert, ich muss da einfach drüber sprechen. Nicht zuletzt aus der gern zitierten Version, es ist schon unterlassene Hilfeleistung, ist nicht zu tun, sondern tatsächlich, weil ich
weil ich hier was Sinnvolles tue. Gucken wir uns die Dinge an, viele Informationen auf dieser Folie. Du kannst dich beteiligen und mit dir auch Menschen, die du lieb hast, wenn du möchtest. Jetzt im ersten Projekt Spirit Hills. Weil wir haben heute, und speziell Ronny, nicht viel über das Garden of Life Projekt gesprochen. Denn das ist nicht nur in Bali, sondern an 5 Stellen dieses Planeten. Bali ist das erste, dann geht es mit Brasilien, Island weiter. Es kommt die UAE hinzu, es kommt Mosambik hinzu. Das heißt, überall mit verschiedenen Schwerpunktthemen. Hier in Bali ist es Spiritualität, ist es Heilung. Wir haben Zugriff auf die 200 spektakulärsten Heiler, auf die du dann natürlich auch Zugriff hast, was alleine schon unfassbar wertvoll ist. Ich durfte es gerade vor wenigen Wochen erleben. Wir haben ein gehandicapt oder ein behindertes Kind. Was dort passiert ist, kann man in Worte gar nicht fassen. Also, wenn du dich beteiligen möchtest, dann gibt es die Möglichkeit, solange der Vorrat reicht, eins der 343 Patronage-Membership-Pakete zu kaufen. Das ist ein Einmal-Invest und die Preise sind zwischen $610 fürs Kleinste. Das Kleinste und das Größte ist 46.000. Warum? Weil das komplett gekappt ist. Das heißt, das wird tokenisiert. Das ist ein ganz klar definierter Preis. Und dann weißt du auch, du bist beteiligt an der Wertentwicklung. Ronny hat eben mal vorsichtig gesagt, eine 3- bis 5-fache Entwicklung im Land und natürlich die Nutzbarkeit. Ich habe eine Pilgerreise unternommen. Ich war der Erste, der in Bali unterwegs war und 10 Tage gepilgert ist, wie den Jakobsweg, den ich mal beschritten habe und ein Buch darüber gemalt habe. Das kennen die dort nicht. Und wir werden auch solche Dinge dort etablieren. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass du hier bei etwas bei bist, was momentan vielleicht spektakulärer ist als jedes Bitcoin-Halving und die damit verbundenen möglichen Bullruns, die ja sehr gerne aktuell zitiert werden. Also es gibt die Möglichkeit, aktuell gibt es noch 306, denn wir haben vor wenigen Tagen oder vor wenigen Wochen offiziell begonnen. 306 von diesen Paketen gibt es noch. Die kaufst du einmal und bist dann einfach mal dabei. Und jedes Paket enthält sowohl kostenlosen Aufenthalte in dem Ressort, wo du Teilhaber bist. Also das ist Krypto mit Realität gebackt, wie der Amerikaner sagt. Nicht mit einer lustigen Idee, die vielleicht klappt oder vielleicht nicht, sondern mit Steinen. Mit Steinen und mit Bambus und mit Therapien und mit Lubax, die Kaffee kacken. In jedem Paket ist der Bali Soul Token, sprechen wir gleich drüber. Wunderbare Idee. Auch hier wieder ein Token gleich ein Watt, denn wir supplyen das gesamte Projekt Garden of Life als auch Spirit Hills über Solarstrom, den wir selber produzieren. Und somit kannst du hier auch grob, analog zum jeweiligen Strompreis, von 17-26% pro Jahr an Rewards kalkulieren. Dann gibt es den Spirit Hills Bali Token. Das ist dieses Asset, das ist diese Fractional Ownership. Also sprich, du bist Teilhaber. Dir gehört dieser Stein, dir gehört dieser Pool oder vielleicht irgendein Gear, was du brauchst, wenn du per Zipliner runterfliegst. Alleine hier zu erwarten 20%, möglicherweise sehr viel mehr. Worauf ich hinaus wollte, als ich diesen Pilgerweg gemacht habe, dann habe ich erst einmal festgestellt, dass ich in Bali Urlaub machen kann oder übernachten kann in 5-Sterne-Resorts, für Preise von $50-60. Das hatte Maledivenqualität, speziell oben im Norden. Dann habe ich 2-mal übernachtet in solchen Glamping-Zelten. Und als Ronny mir gesagt hat, wir machen Glamping, wir machen Zelte, ich habe gesagt, hast du irgendwas geraucht? Wir wollen da was Edles hinsetzen, Zelten. Inzwischen sage ich nur danke, dass du dich durchgesetzt hast. Das ist der absolute Kracher. Das ist Luxus pur, das ist schnellstes Internet, das ist WhatsApp-Butler-Service. Das sind Türen innerhalb dieses Glamping-Zeltes zum Badezimmer. Die sind doppelt so dick wie die in unserer Villa hier in Dubai. Das ist State of the Art, aber du bist mitten in der Natur. Das ist wirklich Rückzug und Luxus in Kombination. Und diese Übernachtung haben mich zwischen $150 und $200 gekostet im Vergleich zu 5-Sterne Malediven-ähnlichen Ressorts. Also alles richtig gemacht. Wenn ihr euch mit dem Thema Garden of Life auseinandersetzt, werdet ihr feststellen, der Lebensbaum, der Tree of Life spielt eine ganz entscheidende Rolle. Und wir machen regelmäßig Baumpflanz-Events mit Schulklassen zur Unterstützung, zur Hilfe dort vor Ort. Und die verkaufen wir auch, die vermarkten wir auch innerhalb unseres Projektes, innerhalb Garden of Lives. Und in jedem Paket ist einer oder mehrere enthalten mit deinem Namen. Auch dazu könnte man oder darüber könnte man stundenlang sprechen. Und in unserem Telegram-Kanal findest du da auch viel an Videos und Informationen zu. Innerhalb des Garden of Life wird es noch was sehr Spektakuläres geben. Und zwar in diesem heiligen Schnitt, was so ein bisschen aussieht wie eine Spirale. Im Zentrum des Garden of Life ist ein großes Dach quasi. Das besteht aus Hexagonen. Darunter ist Begegnungsstätte. Da werden Events sein, Konzerte sein.
Ähnliches mehr. Und diese Hexagone, aus denen dieses Dach besteht, die sind mit deinem Namen und deinem Geburtsdatum und dem Geburtsort versehen. Auch das vermarkten wir. Das hat eine sehr große spirituelle Kraft. Wird parallel abgebildet in einem Metaverse. Ihr merkt schon viel, viel Input und ist auch Inhalt eines solchen Paketes. Und natürlich, wenn du Spaß hast, dann hilf uns, das Ding so schnell wie möglich zu realisieren. Denn das ist nur die Spitze des Zuckerbergs. Das ist nur der Anfang. Aus Bali geht es, wie gesagt, weiter nach Brasilien. Gleiches Thema. Immer bist du von Beginn an mit dabei. Von daher ist das möglicherweise das langfristigste Projekt, wenngleich es auch nicht den Anspruch eines Standalone-Networks hat. Und Ronny hat es eben gesagt, mit jedem Paket sicherst du dir einen festen Prozentsatz. Wenn du dir solche wunderschönen Blume des Lebens, wird man wahrscheinlich nicht kennen können, Schmuckstücke sichern willst, die wir von sehr bekannten Designern, die auch bei uns Partner sind, generieren lassen. Möchtest du eine Hängematte haben, die dort für uns produziert wird, von sehr armen Menschen, die jetzt zum ersten Mal Geld verdienen. Das wird Nahrungsergänzung sein. Das werden natürlich die Möglichkeit sein, weitere Bali Soul Token, solange der Vorrat reicht, nachzukaufen. Weitere Spirit Hills Bali Token, solange der Vorrat reicht, weil die haben einen ganz klaren Supply. Ganz wichtig, ähnlich wie bei Bitcoin. Verkauft, chalas, Ende. Und dann hast du einen und dann hast du ein Leben lang und auf Generationen, die kommen, deine Beteiligung. Liegt jetzt nicht bei 2% pro Tag und was es für ein Schwachsinn draußen angeboten wird, wo jeder weiß, okay, ich muss nur früh genug dabei sein, dann kann ich vielleicht noch mit Profit rausgehen, sondern wir reden hier davon, dass ich ungefähr 3-4 Mal im Jahr mehr verdiene als ein klassisches Finanzprodukt oder ein klassisches Real Estate Immobilienprodukt draußen mir gibt. Plus ich tue eine ganze Menge sinnvolle Geschichten, aber in der Kombination möglicherweise werden wir den einen oder anderen Rekord auch in Sachen Profit und Einkommen hier brechen. Lasst euch überraschen. Ihr sichert euch einen festen Discount auf all diese Dinge einmalig, wenn man eine Entscheidung trifft. Und das sind diese Pakete. Rechts seht ihr, wie sie kalkuliert sind in der Stückzahl. Natürlich sind nicht mehr alle verfügbar. Ich habe es ja eben schon gezeigt. Wir sind 10%, 12%, 13% sind abverkauft. Das kleine, das Luft, das Air-Paket kostet 610. Ihr seht aber auch hier in Klammern, das sind schon alles gebundelte, also Preise, die das gesamte den gesamten Inhalt, den ich eben dargestellt habe, so kalkuliert haben, dass ich den schon mit Preisvorteil kaufe. Das Wasserpaket 200.000, das Erde 10.000. Ihr seht die krummen Zahlen. Das hat zwei Gründe. A, weil es ganz klar fixiert ist, was kostet was. Und B, weil wir alles auf Fibonacci-Basis, Fibonacci-Zahlen generiert haben. Das Feuerpaket 28.000 Dollar, mit Sicherheit das spektakulärste, aber auch teuerste, 46.000, das Space. Das dürfen wir nicht übersetzen. Raum, das klingt ja wie ein Raumspray hier. So, gehen wir das kurz durch, damit ihr euch eine Idee schon mal machen könnt. Das kleinste, 610 Dollar, gibt dir erstmal 15% Ersparnis im Vergleich zum Einzelkauf, den man auch natürlich in Anspruch nehmen kann, komme ich gleich zu. Du sicherst dir 3% ein Leben lang und auf Generationen, die kommen. Und enthalten ist einmal ein Spirit Hills Business Token, wie eben gesagt, das Waschbecken in einem Glamping-Zelt beispielsweise. 5 unsere Solartoken, ein Hexagon für dich physisch eingebaut, plus nochmal im Metaverse abgebildet, ein Lebensbaum, 2 Übernachtungen, die du im ersten Jahr bei uns kostenlos tätigen kannst. Und ohne jetzt ins Detail zu gehen, gibt es auch noch für das Metaverse einen Token, wo du viele andere Dinge tun kannst, das ist auch noch enthalten. Nehmen wir uns das zweite vor, kostet 2.500, ist zurzeit das, was am meisten gekauft wird. Da habe ich 5% ein Leben lang auf alles, was ich aus dem Shop an digitalen, aber auch physischen Produkten kaufen kann oder will. Und die 13 Business Token jetzt, also 13 Stück davon. Einer kostet übrigens 50 Dollar und du kannst die handeln, du kannst die verkaufen. Wenn du schlau bist, hältst du sie, weil das ist ein Token, der dir einen Profit generiert. Ganz wichtig zu verstehen. Hier spekulieren wir nicht nur darauf, dass so ein 50-Dollar-Token in 2 Jahren möglicherweise 500 Dollar an Wert hat, weil entsprechend Land und Nachfrage gestiegen ist, sondern ich halte den und übergebe den, wie damals meine Großeltern irgendwelche Siemens-Akten an meine Eltern, die keinen Plan haben und die sofort verkauft haben. Danke dafür. Sondern du hältst die und weißt, du bist jeden Tag beteiligt. Jemand kriegt eine Massage, bei dir läuft USDT rein. Jemand möchte mit dem Luwak kuscheln, bei dir läuft USDT rein. Jemand übernachtet, jemand geht auf die Zipline. Ihr seht, worauf ich hinaus will. 144 Watt gehören die, 144 Bali Soul Token. 2 Hexagone für dich, für deine Frau, für deinen Mann, für deinen Schwibschwager, mütterlicherseits, whatever.
zwei Bäume. Jetzt hast du schon 8 Übernachtungen. 8 mal $200 im Schnitt, das ist der Preis, den wir avisieren. Kriegst du schon eine Idee, was das allein an Wert hat? Kannst du verkaufen? Wir werden ein eigenes Portal dazu anbieten. Kannst es privat machen, kannst es verschenken oder sinnvollerweise selber verurlauben. Das dritte Paket, jetzt meist nicht mehr so ausführlich, gibt dir 8%, das macht einen großen Unterschied, gibt dir entsprechend von jedem viel, viel mehr. 89 Mal bist du beteiligt. Jetzt reden wir schon davon, dass dir so ein halbes Zelt gehört, wenn man das mal runterbricht. Oder ein Teil der Zipline, wenn man so will. 610 Watt, 3 Hexagone, kannst du also in der Familie oder auch verkaufen, kostet eins normalerweise $220. 3 Lebensbäume und jetzt hast du schon einen ganzen Monat, und zwar einen Monat plus, nämlich 34 komplett kostenlose Übernachtungen im Resort, die du die nächsten 3 Jahre verurlauben kannst, verkaufen kannst, was immer für dich passt. Und das zweitattraktivste, das Fire Packages, auch hier seht ihr wieder, wir benutzen die Elemente, alles das, was in dieses große Thema heilige Geometrie fällt, Fibonacci fällt. Und hier reden wir von 23% Ersparnis, das ist schon mal satt im Vergleich zum Einzelkauf. 13% auf alles. Das macht richtig Sinn. Wir haben nicht wenige, die jetzt in diesen Tagen sich dieses und auch das nächste Paket kaufen, weil sie mehr von diesen Spirit Hills Business oder eigentlich heißen sie jetzt Bali Token haben möchten. Weil das sind die, solange ich sie halte, geben sie mir mehr oder weniger in Echtzeit täglich die Rewards raus. Es wird am Abend Kasse gemacht. Was hat das Resort verdient? Und schwupp, per Smart Contract geht es an jeden, der so einen oder in diesem Fall 144 dieser Token hält. Dennoch kannst du ihn verkaufen. Logischerweise. 4.181 Watt in Form unseres Solartoken. Übrigens wird sich diese Zahl in den ersten 2 Jahren verdoppeln. Wäre jetzt zu viel Input. Aber bis wir ins operative Geschäft im Garden of Life gehen, werden ja noch rund 2 Jahre vergehen. Und in dieser Zeit staken wir die für dich, sodass du am Ende des Tages doppelt so viele hast, das nur so am Rande. 4 Hexagone, da kannst du die ganze Familie schön in einem Viererkonstrukt im Garden of Life verewigen. Noch einmal physisch richtig cool und hat laut Profis, die vielleicht spiritueller unterwegs sind als ich, richtig, richtig, richtig Power. 4 Bäume, 89 Übernachtungen. Das sind jetzt aber auch schon mal 3 Monate, wenn man so will, die ich in den nächsten 5 Jahren im Resort verbringen kann. Alleine das, rechne das bitte selber aus, ist schon richtig satt. Und last not least, sicherlich das Spektakulärste, aber natürlich auch gleichzeitig mit dem höchsten Vorab-Umsatz oder Vorab-Kostenfaktor von $46.000. Ich sichere mir 21%. Überlegt euch, ihr würdet 21% auf den Bitcoin bekommen oder auf den Ethereum oder einen vergleichbaren Coin. Dieser Vergleich hinkt übrigens gar nicht so sehr, weil ich sage euch, und das ist meine ganz persönliche Meinung, ich verweise nochmal auf den Legal Disclaimer, ich sehe das Potenzial in unseren beiden Kryptos, nämlich der Spirit Hill Bali Token und der Bali Soul Token, erheblich größer. Weil der Hebel ein ganz anderer ist. Wir reden von $50-Token und einem $2,50 Bali Soul Token. Das heißt, der Hebel, die Möglichkeit, dass der sich mit dem Faktor 5, 10, 50, who knows, weiterentwickelt, ist wahrscheinlich viel höher, als es Freund Bitcoin jemals tun wird, wenn wir mal die ganz verrückten Aussagen außen vor lassen. Okay? Was ich hier noch bekomme, ist, das war auch im vorderen Bereich schon dabei, im Karriereplan gibt es einen Benefit, nämlich ich starte sofort mit 4 freigeschalteten Level. Das ist ein netter Nebeneffekt. Und jetzt seht ihr die Zahlen hier unten. Ich gehe mal nur darauf ein, 144 Übernachtungen. Ihr könnt ein kleines Reisebüro hier aufmachen. Die werdet ihr vielleicht in 8 Jahren gar nicht selber verurlauben, es sei denn, wie Christoph und Laura sagen, wir werden unseren möglicherweise Lebensmittelpunkt hierhin bald verlegen. Dann ist das schon eine Menge und wir helfen euch dabei oder ihr verschenkt oder verkauft. Alles wird an Tools entsprechend angeboten. So, wenn man das jetzt ganz mal zusammenfasst, das ist natürlich schwierig und mit Ronny und Mario haben wir jemanden, die Gott sei Dank eher sehr, sehr konservativ sind. Schaut, ich komme aus der Vertriebswelt, ich bin ole ole, im Himmel ist Jahrmarkt und bin da immer unterwegs, mehr Network-Sprech unterzubringen. Hier sind wir, glaube ich, ganz vorsichtig unterwegs. Was kann ich denn erwarten? Nein, keine 10% im Monat, weil es ein Trading ist oder ähnliche andere verrückte Geschichten, die es natürlich gibt. Aber wenn ich sehe, was ich für einen permanenten, lebenslangen Discount habe, die kostenlosen Aufenthalte, die Travel Points, kommen wir gleich zu, die Betriebsprämien, sprich die Renditen aus dem operativen Geschäft,
dann kann ich ungefähr von 30%+ kalkulieren pro Jahr. Das ist satt, das ist bestimmt 5, 6, 7 Mal mehr, als was mir ein klassisches Bankprodukt angibt und sicherlich auch 2- und 3-mal mehr, was mir eine klassische Immobilienvermarktung oder Vermietung ermöglicht. Plus ich tue richtig was Gutes, plus ich mache Urlaub, plus ich habe Teilhaberschaft an etwas, was wirklich besonders ist, was vor allen Dingen auch, wie soll ich sagen, an einer Stelle, ich habe es eben gesagt, was wie ein Passwort zu sehen ist, weil wenn du heute mit Profis sprichst hier in Dubai und sagst, wo soll ich investieren, soll ich jetzt noch Gold kaufen oder Silber ist, glaube ich, aktuell das absolute, wo viele von ausgehen, geht durch die Decke, soll ich mir diese Aktie kaufen oder. Was immer genannt wird, ist Bali. Was hier passiert, ist total verrückt. Wir waren vor kurzem dort und Ronny hat uns ein bisschen rumgeführt, nägelnagelneue Beachclubs und ähnliches. Was da abgeht, ist absolut verrückt. Da, wo wir sind, haben wir das Beste aus beidem. Pure Natur, wunderbare Dörfer mit traumhaften Menschen dort vor Ort und trotzdem sind wir in Reichweite mit dem Scooter zu einem solchen Beachclub oder auch zum Strand oder zu verschiedenen Aktivitäten wie Bungee, ATV-Fahren, Rafting und Co. Also, das ist jetzt losgegangen. Die Menschen, die Ronny euch am Anfang gezeigt hat, kommen alle aus dem Thema Vertrieb, Blockchain, Weiterempfehlungen, Liebe, wenn man so will. Und wir haben gesagt, komm, wir machen was, was es in der Form noch nicht gab. Wir sind alle tätig in irgendwelchen Projekten, hauptsächlich. Bei dem einen oder anderen ändert sich gerade der Fokus, weil man so verliebt ist in dieses Thema. Aber das ist der Grund zu sagen, warum nicht aus dem, was wir gerne tun, was wir auch so ein bisschen können, nämlich aus 2 Händen 10 zu machen oder 100 zu machen, die Liebe zu Blockchain und dem Wissen, dass das die Zukunft ist, und Bali etwas zu machen, was es noch nie gab. Und damit haben wir begonnen vor einigen Monaten als kostenloses Pre-Launch. Registrier dich, hol dir deine eigene Landingpage, kommst ein Foto rein, kannst du schon mal anfangen, dein Netzwerk aufzubauen. Da sind ein paar hundert Menschen entstanden, ohne jede Werbung, ohne alles. Die zweite Phase ist vor wenigen Tagen oder weiß ich gar nicht genau, vor 2 Wochen gestartet. Da gab es jetzt die Möglichkeit zu sagen, jetzt kannst du dir so ein Patronagepaket, solange der Vorrat reicht, kaufen. Da ist der Haken dran, das läuft jetzt gerade. Im nächsten Quartal starten wir mit unserem Online-Shop. Momentan kannst du jetzt, momentan kannst du schon neben den Patronagepaketen sagen, ich kaufe mir diese Token. Das ist möglich. Ich kann auch gar nicht so ein Paket nehmen und mir nur Token kaufen. Dann kaufst du einfach nur die Mitgliedschaft von $55. Schauen wir es gleich an und hast Zugriff auf den Shop. Fertig. Die dritte Phase eröffnet dann noch weitere Produkte, die unsere Charities dort unterstützen, die uns solche wunderschönen Dinge hier für Ohrringe und Kram. Und wir haben wunderbare Ideen. Lasst euch überraschen. Und in der letzten Phase, die dann im dritten Quartal höchstwahrscheinlich anläuft, ist zu sagen, jetzt kann ich mich vorbereiten. Jetzt kann ich mich vorregistrieren, weil das Ding ist so cool. Ich möchte mich in Brasilien beteiligen, in Island, in Botswana. Um das kurz abzurunden, Brasilien, da geht es um Regenwald. Island, da geht es um Klima. Allgemein Botswana geht es um Tiere. Und die Vereinigten Arabischen Emirate wird das Highlight sein. Sustainability, also erneuerbare Energien. Überall Dinge, die dieser Planet braucht. Entschuldigt, dass es hier piepst. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt ausmachen kann. Das sind die Phasen, über die wir uns unterhalten. Die Menschen haben wir eben kennengelernt und wenn du dich beteiligen möchtest, dann heißen wir dich in einer Art Vertriebsmodell willkommen, was es so kein zweites Mal gibt, zumindest mir nicht bekannt. Ihr könnt es mir gerne reinschreiben, wenn ihr sowas kennt. Es gibt hier keinen Chief Network Officer, irgendeinen wichtigen Vorturner. Und eben hat Ronny gesagt, ich bin der Führer. Weit gefehlt, Ronny, ich bin nicht der Führer. Ich bin super motiviert und super begeistert. Aber alle Leute, die ihr seht, sind gleichermaßen Führer, indem sie einfach Menschen vielleicht in den Erfolg und in das Thema Bali hineinführen. Wir haben das alles nicht. Wir haben ein super Team im Background und das ist gewachsen über viele Jahre im Zusammenspiel mit Ducatus, Ronny, Silke, Ronny und Mario. Und ansonsten macht jeder, wie er Spaß hat, mehr oder weniger. Wir stellen es einfach gemeinsam zur Verfügung. Und wenn es etwas zu ändern gibt, dann stimmen wir das ab in dieser Gruppe und mit jedem derjenigen, die sich ein solches Paket gekauft haben. So. Es gibt einen Mitgliedsbeitrag, der kostet $55. Den kann jeder in Anspruch nehmen, vor allen Dingen dann, wenn all die Pakete ausverkauft sind. $55 habe ich jedes Jahr, gibt mir 2% auf alles, fertig, und ich kann jetzt auch in der Weiterempfehlung loslegen. Wenn ich so ein Paket kaufe, brauche ich mein Leben lang diese $55 nicht bezahlen. Dann haben wir
einen Plan, der ist so einfach und so genial und der ist einfach entstanden aus Brainstorming und Ideen und Erfahrungen, wo ich heute sage, das Ding hat es in sich. Er ist vor allen Dingen super simpel. Wir haben 5 Ebenen. Direkte Empfehlung, dein Kunde empfiehlt weiter. Das geht 5 Ebenen tief. Full stop. Anhand dieser Ebenen haben wir Ränge vergeben, die mit weiteren Features einhergehen. 13% kriegst du auf jede direkte Empfehlung, 31% werden gesamt ausgegeben. Hier geht es um den User, hier geht es um dich, der sagt, so ein Ding will ich haben und damit will ich jetzt nicht schon 70% Provision auslösen, die mein dusseliger Sponsor bekommt und möglicherweise das Unternehmen, sondern wir wollen, dass du, der das Ding nutzt für sich, für die Familie, ein Leben lang und darüber hinaus für die dann zu kommenden Generationen Spaß hast. Also gibt es 31% Full Stop. Weitere 5% haben wir in einen Pool. Das heißt, die gesamten Umsätze, auch mit Merchandise und mit allem, die gehen monatlich in einen Pool. Und der erste Monat war schon ziemlich sexy übrigens. Und wenn ich mich in die Karrierestufe entsprechend qualifiziert habe, die wiederum einhergeht mit den Levels, schauen wir es gleich an, werde ich daran beteiligt sein. Und dann machen wir Travel Points, weil wir wollen Bali bekannt machen. Wir wollen mit euch Vulkantouren machen, wo ihr danach nicht mehr wisst oder ihr dachtet, ihr wisst, was Muskelkater ist, weit gefehlt. Wir zeigen euch eine neue Dimension des Muskelkaters, indem wir von einem Vulkan runterlaufen, durch unsere Charity-Stationen, die hier von Hängematten über Cashews, verschiedene Baskets, die gebastelt werden, unterstützen. Und solche Erfahrungen könnt ihr mit Geld nicht bezahlen. Wir wollen die Leute nach Bali holen. Also geben wir Reisepunkte raus, wie Miles and More, die einen klaren Dollarbeitrag haben, die euren Flug covern, die vor Ort Aktivitäten covern und viel weiteres mehr. Und viermal im Jahr oder bis zu, ich bin mal vorsichtig, in diesem Jahr wird es einmal stattfinden, jetzt in unserem Startjahr. Aber prinzipiell ist die Idee, bis zu viermal im Jahr einen Bali-Urlaub zu organisieren. Mit all diesen Geschichten, die wir eben angerissen haben, und du nimmst einfach das Geld aus deinem Travelpoint-Vermögen und bezahlst das damit. Fertig. Bleibst länger, bleibst kürzer, nimmst noch wen mit. Das ist die Idee. So, und jetzt super, super schnell. So startest du. Am Ende dieser Präsentation, die wahrscheinlich doch länger geht als die 45-38 Minuten, registrierst du dich. Wie machst du das? Du rufst den Menschen an, der gesagt hat, hey, komm mal heute Abend auf Sendung. Samstagvormittag sind wir wieder da mit Mega-News plus Fotos und Videos von dem, was gerade auf dem Land passiert und die ein oder andere Überraschung, lasst euch überraschen. Ronny und ich saßen vor wenigen Tagen zusammen, haben ein bisschen was ausbaldobert, auch für die, die jetzt auf Sendung sind und schon so ein Paket gekauft haben, diese Überraschung werdet ihr auch bekommen. Noch einmal, Dinge, die ich für Geld nicht kaufen kann, von daher völlig egal, wann ihr zuschlagt, ihr habt diesen am Samstag angeteaserten Vorteil für euch trotzdem. Du musst dich bei deinem Gastgeber melden. Keiner kann sich direkt registrieren. Wir sind moralisch, ethisch, Networker durch und durch. Wer hat dich eingeladen? Das ist derjenige, bei dem du dich meldest. Du bekommst einen Link, meldest dich an. Fertig. Und jetzt hast du 2 Möglichkeiten, nämlich Punkt 2 oder Punkt 3. Entweder sagst du, Mensch, weißt was, ich kaufe mir für $55 so eine Mitgliedschaft und jetzt habe ich die Möglichkeit, hier das komplette Empfehlungsprogramm für mich zu nutzen. Ich habe einen lebenslangen 2% Rabatt. Fertig. Und jetzt kann ich überlegen, ich kaufe mir ein paar Bali Soul Token, ich kaufe mir ein paar Spirit Hills Token, weil vielleicht die $610 fürs kleinste Paket gerade nicht drin sind. Ist ja normal oder ist ja nachvollziehbar. Wenn du aber sagst, so eine Chance kommt nie mehr, weil 343 ist nicht so richtig viel. Wir haben Leute hier auf Sendung, die haben 6-stellige Anzahl an Vertriebsgrößen in ihren Netzwerken. Dann hol dir eines dieser NFTs, was in dein Budget passt, in deine Zielplanung passt, ohne dass du jetzt Oma überfallen musst. Aber ich glaube, das ist relativ gut angelegtes Geld. Und jetzt gibt es 3 Einkommensarten. Punkt 1 ist, du empfiehlst, kriegst Geld. Der empfiehlt, du kriegst Geld. Und das geht 5 Ebenen tief, je nach deiner Qualifikation. Wichtig noch einmal, der Kunde, der Nutzer, der soll profitieren. Das heißt, von dem, was ein Kunde bezahlt, egal ob er sich ein Schmuckstück kauft, eine Hängematte kauft, ein Patronagepaket kauft, immer 80% des Dollarwertes fließen in den Karriereplan. Okay? Und auf diese 80% gibt es die entsprechenden Provisionen. Dann gibt es einen globalen Pool für die, die ein bisschen mehr machen. Die sagen, ich habe richtig Bock, das Ding mit groß zu machen, sodass wir möglicherweise Ende Mai ausverkauft sind. Das bringt uns in die Lage, noch mehr Land hinzuzukaufen. Noch einmal, das ist alles realisiert. Das heißt, ob dieses Projekt jetzt hier noch 6 Monate braucht zum Ausverkauf oder ein Wochenende,
Völlig egal. Das Ding wird gerade gebaut. Gibt uns aber die Möglichkeit, noch toller, größer, schneller zu werden. Das ist der ganze Effekt. Ganz wichtiger Punkt für die Leute, die aus dem Thema kommen. Du bist in diesem Pool drin, dann werden 5% verteilt, und zwar pro Rata an die Menschen, die qualifiziert sind. Und dann halt die Bali-Reisen, nicht unwesentlicher Punkt on top. Und das sind die 5 Level. Ich mache es ganz einfach. Links, meine Entscheidung. Ich freue mich, dass Ronny genauso Star Wars verrückt ist. Das sind die Länge. Bei uns gibt es keinen Ambassador und Kronjuwel, super duper Diamond Botschafter. Wir haben einen Initiate, wir haben den Jüngling, wir haben den Padawan, wir haben den Knight und wir haben den Master. Das sind Jedi Ränge, wenn man so will. Jeder, der startet mit $55 oder seinem Patronagepaket, hat 13% auf seine Frontlines. Ohne Limit, ohne alles, Vollgas. Hast du 3 Leute gesponsert mit einem Umsatz von $8,000 in dieser Ebene, ihr seht es hier, schaltest du Level 2 frei und kriegst jetzt nochmal 5% auf die Empfehlungen der 2. Ebene. Und der gleiche Schlüssel funktioniert für den Padawan, den Knight und den Master, der dann nochmal satte 8% in der 5. Ebene für sich freischaltet. Und was ihr jetzt noch seht, denn diese Folie zeigt den ganzen Karriereplan, der Global Pool macht es definitiv Sinn zu sagen, ich werde jetzt in den nächsten wenigen Wochen oder auch Tagen, ich meine $89,000 Umsatz, wie ihr seht, als Bedingung für den Knight. Das machen manche in ihrem Haus- und Hof-Network am Tag oder auch mehrmals am Tag. Das gibt mir jetzt eben über die 5 Ebenen einen 25% Pool-Anteil, den ich durch meine Leistung entsprechend definieren kann, und der Master kriegt die restlichen 75%, die wir hier rausgeben. Und ich habe das nochmal zusammengefasst und noch ein paar weitere Informationen. 5% ist dieser Pool, der Knight 25, der Master 75, der Master entsprechend 100, weil er ja Knight auch ist. Okay? Und was auch schön ist, danke Ronny für diesen tollen Impuls, dieses Jump the Level zu sagen, weißt du was, wir wollen denjenigen, der uns etwas mehr unterstützt, respektive unterstützen kann. Das ist ja auch immer eine Finanzfrage. Hast du das Earth Package, gehst du sofort in die Jünglingsstufe ohne Qualifikation. Hast du das Fire Package, gehst du direkt zum Padawan, und hast du das Raum und Zeit, das Space Package, bist du sofort ein Ritter, ein Jedi-Ritter. Geh nochmal zurück, ihr seht das hier. Das heißt, mit dem großen Paket bist du sofort in der Knight, in der zweithöchsten Stufe. Das heißt, du schaltest dir mit dem Paket den Global Bonus Pool von 25% frei, was bedeuten kann, dass dein eigenes Paket alleine dadurch im nächsten Quartal komplett abbezahlt ist, ohne dass wir über irgendwelche klassischen Renditen sprechen. Mal drüber nachdenken. So, die Bali-Reisen, das ist auch wunderschön. Ganz einfach, ganz straightforward. Jedes Produkt, was du kaufst, so ein Patronage-Paket oder noch ein paar extra Spirit Hills Bali-Token oder ein paar Bali-Soul-Token oder eine Hängematte oder whatever, 25% aus dem Kaufpreis gehen in dein Travel Point Konto. Okay? Außerdem all deine direkten Empfehlungen, was die tun und wieder tun und wieder tun und wieder tun und sich im Shop bedienen, dann später in Brasilien und Co. Lasst euch überraschen, was wir da zusammenstrecken. Gib dir nochmal 10%. Fertig. Ein Travel Point sind 10 Cent. Und das kannst du einlösen innerhalb der Bali-Reisen, inklusive deinem Hinflug. Also das ist nicht nur irgendwie eine Wischi-Waschi-Nummer, wo du dann vor Ort auf einem von uns kalkulierten Urlaubspreis jetzt diese Punkte machst. Nein, wenn du sagst, ich möchte mit der Air Force One First Class fliegen, dann kannst du aus diesem Geld, du schickst einfach ans Unternehmen, an den Support, wir haben ein Megateam, deine Flugreiserechnung, das ist eine Flugreiserechnung, ein sehr schönes Wort, und dann wird die aus deinem Travel-Konto bezahlt. Fertig, okay? Nochmal ein Beispiel, du kaufst dir das Space NFT, das kostet 46.000. Alleine neben dem eben geschilderten Vorteil im Karriereplan hast du $1,159 an Reisegeld für dich bereits darin enthalten. Und kaufst du oder hast du in deiner Frontline $25.000 Umsatz kumuliert, sind das wieder $250. Also ich glaube, relativ einfach, kann man nicht viel mehr zu sagen, weshalb wir auch am Ende sind. Wenn du Spaß hast, dabei zu sein, dann sicher dir jetzt so einen Platz. Die Registration kostet erstmal gar nichts. Du kannst auch schon anfangen zu sponsern. Wir haben aber auch schon Fälle, wo genau das passiert ist und die Leute, die dann sich registriert haben, im Vorfeld oder vorher ein Paket gekauft haben, die $55 gekauft haben. Wenn du nichts eins von beiden getan hast, wird die Provision automatisch ins Unternehmen, in den Global Pool fließen. Okay, ganz wichtiger Aspekt, also gerne schon drüber sprechen, aber solltest mindestens dir die $55 sinnvollerweise, weil jetzt hast du noch die Chance, wahrscheinlich, wenn wir in einem Monat so ein Seminar machen,
dann wird diese Auswahl sehr, sehr viel kleiner sein. Vielleicht sind wir dann auch schon ausverkauft. Dann gibt es spirithillsbali.com. Sieht so aus, wenn du da drauf gehst. Das ist unser Support. Wir kommen aus dem Thema. Wir wissen, wie man Infrastruktur aufbaut und wie man Support hat. Wir haben ein wunderbares Social-Media-Team mit der Chiara an erster Stelle. Wir haben ein tolles Support-Team mit dem Leon an vorderster Front. Auf diesem Kanal oder auf dieser Webseite findest du all das, was du hier siehst. Übrigens auch im Hintergrund ein Bild unseres tatsächlichen Landschaftsdesigns. Das schauen wir uns Samstag ganz ausführlich an mit Bildern vor Ort und von unseren 3D-Renderings. Lasst euch überraschen. Da sind Präsentationen, da sind die ganzen Zugänge zu Social Media und so weiter und so fort. Und dann solltest du darüber sprechen. Dann solltest du das tun, was heute dein Gastgeber mit dir gemacht hat. Zu sagen, hey, Samstag, ich glaube um 11 Uhr deutscher Zeit, müsst ihr gleich nochmal schauen, aber sehen wir gleich auf der nächsten Folie, sind wir wieder live auf Sendung. Wieder Ronny und ich, da habe ich auch die Überraschung, den Christoph, den ich eben schon mal erwähnt habe, der nämlich mit seiner bezaubernden Familie nach Bali auswandern wird. Das heißt, einer der Founder wieder mehr vor Ort, was ein Kracher ist, der wird auch sprechen. Und wir sehen tatsächlich, was passiert gerade auf dem Land. Und das ist so toll zu sehen. Ich bin in einem Kryptobereich, aber nicht mit Wischiwaschi vielleicht, sondern hey, da wird gerade so ein Stein gelegt, den ich mit meinem Token gekauft habe. Macht einen diebischen Spaß. Freut euch auf Samstag, 11 Uhr. Wenn ihr schlau seid, ladet ihr vielleicht den einen oder anderen Gast ein. Dürfen auch 12 sein. Denn wir sind möglicherweise schneller ausverkauft, als man gucken kann. Weil zurzeit, Ronny sagte es eingangs, schweigt sich das Thema gerade durch. Okay? Telegram-Kanal findet ihr über spirithillsbali.com. Dann haben wir unseren Support. Den hast du in support@sharesforlife.com. Findet in Deutsch und Englisch aktuell statt. Eigentlich auch in Spanisch, wenn man so will. Und dann gibt es solche Webinare. Jetzt Samstag nochmal in deutscher Sprache. Das nächste Englische wird kurz danach angekündigt. Und dann war es das. Also nächsten Samstag. Ich kopiere euch gleich den Link hier nochmal rein zur Anmeldung. Deshalb steht das hier Chatbox. Mit aktuellen Fotos, mit der ein oder anderen Überraschung. Jetzt am Samstag, 11 Uhr CET, mitteleuropäischer Hochsommerzeit. Ich habe gehört, bei den meisten von euch ist es kalt, gell? Ich will es an dieser Stelle belassen, gebe für die letzte Folie an den Ronny weiter, denn heute ist ein Großteil der Gäste aus der großen Ducatus-Familie da. Und von daher sage ich danke für die Aufmerksamkeit. Die Aufzeichnung dieses bezaubernden Webinars ist morgen im Telegram-Kanal und kann von euch verwendet werden. Und ich sage Tschüss und Ciao aus Dubai. Wenn noch Fragen kommen, bleiben wir noch 2-3 Minuten. Aber jetzt für ein Schlusswort. Ronny, the mic is yours. Vielen Dank, Thomas. Ich meine, ich bin immer begeistert, dir zuzuhören. Und du machst das mit so einer Begeisterung und Motivation. Ich würde mich jetzt sofort einschreiben, wenn ich nicht schon eingeschrieben wäre. Du hast eigentlich alles schon gesagt. Nächsten Samstag gibt es zusätzlich viele Informationen, auch mit Bildern dann und Videos aus Bali, mit ein bisschen Eindrücken vom Design, was ihr dann zu erwarten habt im Spirit Hills. Es passieren gerade sehr viele Dinge parallel in Bali. Es ist natürlich in dieser einen Stunde nicht möglich, das immer alles rüberzukriegen. Aber ihr seid ja sowieso mit uns auf vielen verschiedenen Kanälen verbunden. Das heißt, wenn irgendwo Fragen bestehen, meldet euch einfach bei eurem Sponsor oder ansonsten bei uns direkt. Wir helfen euch da gerne. Ich bin absolut begeistert, dass es jetzt so losgeht. Ich finde die Energie gerade unheimlich spannend, die sich hier aufbaut und freue mich natürlich, dass so viele Leute heute dabei waren und auch dabei geblieben sind, was dann auch wieder ein Zeichen dafür war, dass das, was wir euch heute präsentiert haben und vor allen Dingen auch wie, sicherlich für euch interessant war. Und freue mich jetzt, wenn ihr uns dort unterstützt und hier mitmacht und mit der gleichen Motivation und der Begeisterung logischerweise mehr Leute zu unserem Traumprojekt hier einladet. Und in der Zukunft hoffe ich, dass ich natürlich so viele Leute von euch auch mal auf Bali begrüßen darf. Ich habe das jetzt in den letzten Wochen, als ich auf Bali war, schon machen dürfen. Der Christoph und seine Familie kommen im September. Andere Leute überlegen jetzt auch gerade nach Bali umzusiedeln oder zumindest mal längere Zeit dort zu bleiben. Für die von euch, die noch nie dort waren, plant es ein als nächsten Urlaub. Die schon mal auf Bali sein durften, werden verstehen, warum wir mit so einer Leidenschaft und Begeisterung dieses Projekt vorstellen. Dabei belasse ich es auch für heute. Ich freue mich, wenn ich euch alle und noch viel mehr am Samstag wiedersehe. Danke für eure Zeit, danke für euren Support und wir sehen uns ganz bald, hoffentlich irgendwo auf der Welt, wenn nicht in Bali, und wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao, ciao.
Super. Habe ich das richtig gesagt? Ne? Die Übernachtung ist mal pro Zimmer, ne? Nicht pro Person. Pro Zimmer. Pro Zimmer. Perfekt. So, Samstag nehmen wir uns noch mehr Zeit dann auch für Fragen, wenn jetzt spontan nichts kommt. Beschließen wir es. Hier ist 9 Uhr in der Wüste. Wir müssen dringend was essen. Ihr seht, der Ronny fällt vom Fleisch und die Aufzeichnung, wie gesagt, ist morgen auf Sendung. Danke für dein Feedback, lieber Mario. Schön, dass du an Bord bist und an alle anderen ebenfalls. Tschüss und bis Samstag. Tschüss. Ciao. Bis dann.